Ich lese jetzt noch eins, aber aus einem wurden dann noch zwei oder drei oder vier. Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von mir. Ich habe heute für euch den Jahresrückblick vom Monat Januar. Im Januar habe ich drei Romane gelesen und ein Hörbuch gehört. Leider habe ich alle Bücher, die ich euch heute vorstellen möchte, gar nicht hier, weil ich die ersten beiden meiner Schwester ausgeliehen habe und das dritte habe ich wieder verkauft, aber dazu später mehr. Das erste Buch, das ich 2018 gelesen habe, war die Trilogie Will und Liken von Colleen Hoover. Ich habe mir ja direkt den schönen Sammelband geholt. Und zwar geht es bei Will und Liken, wie der Name schon sagt, um Will und Liken. Im ersten Band erfahren wir, dass Likens Vater gestorben ist vor ungefähr einem halben Jahr. Sie zieht mit ihrer Mutter und ihrem Bruder in ein kleines Kaff und sie hat absolut keine Lust. Natürlich ändert sich das schlagartig, als sie Will kennenlernt. Will ist ihr Nachbar und nach dem Tod seiner Eltern zieht er seinen kleinen Bruder ganz alleine auf. Ich möchte jetzt nicht zu viel von der Story verraten, aber ich sag mal so viel, die beiden verlieben sich. War ja abzusehen, wenn es drei Bände davon gibt. Aber die beiden haben auch so ihre Schwierigkeiten und können nicht zusammen sein. Warum und weshalb verrate ich euch natürlich nicht. Dafür müsst ihr die Bücher selbst lesen. In Band 2 geht die Geschichte von Will und Liken weiter, aber diesmal erzählt Will die Geschichte weiter. Und Band 3 ist sozusagen die Geschichte aus Band 1 nur aus der Sicht von Will geschrieben. Ich habe dem Buch 5 von 5 Sterne gegeben, weil mich das Ganze einfach so mitgenommen hat. Ich konnte diesen Wälzer von 780 Seiten einfach nicht mehr aus der Hand legen. Und immer, wenn ich mal wirklich Zeit hatte zu lesen, habe ich auch mindestens 100 Seiten gelesen. Also ich kann euch definitiv sagen, es ist ein sehr, 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 sehr gutes Buch und ihr müsst es eigentlich unbedingt gelesen haben. Das zweite Buch, das ich im Januar gelesen habe, war Die Mondprinzessin von Ava Reed. Ich habe dazu Bewertungen und Rezensionen bei YouTube und bei Amazon gelesen, weil mich das ganze Thema doch sehr an Sailor Moon erinnert hat und ich mir nicht sicher war, soll ich mir das Ganze jetzt kaufen? Wird es mich zu sehr an Sailor Moon erinnern oder ist es wirklich eine neue klassische Geschichte? Ich habe mir das Buch dann natürlich trotzdem gekauft und war eigentlich sehr begeistert. Dass ich das Buch gekauft habe, habe ich euch, glaube ich, schon bei meinem letzten Neuzugänge-Dezember-Video gezeigt. Ich verlinke es euch gerne nochmal hier oben. In dem Buch geht es um die junge Lynn. Lynn ist ein Waisenkind und an ihrem 17. Geburtstag taucht plötzlich ein mysteriöses Sternbild auf ihrem Unterarm auf. Und dann tauchen auch plötzlich noch zwei Männer auf, die sie umbringen wollen und sie weiß gar nicht, wie ihr geschieht und flüchtet. Auf der Flucht lernt sie die kleine Waschbärdame Tia kennen. Tia ist quasi ihr Schutzgeist und dann taucht auch noch ein junger Mondkrieger auf, der Yuri. Und die beiden erklären ihr, dass sie gar nicht von der Erde kommt, sondern dass sie die Mondprinzessin ist. Natürlich wird sie dann auch auf den Mond gebracht, lernt dort ihre wahren Eltern kennen und erfährt plötzlich, dass sie heiraten muss. Es werden von drei anderen Planeten Anwärter kommen und einen von ihnen muss sie als ihren Ehemann auserwählen. Aber natürlich möchte sie gar nicht heiraten, denn sie fühlt sich eigentlich zu Yuri hingezogen. Aber er als Mondkrieger ist natürlich niemand, den eine Prinzessin heiraten darf. Ich habe das Buch innerhalb von wenigen Tagen verschlungen. Es war richtig schön flüssig geschrieben. Die Kapitel waren nicht zu lang, dass man auch einfach mal sagen konnte, ich lese jetzt noch eins, aber aus einem wurden dann noch zwei oder drei oder vier, bis das Buch dann schließlich vorbei war. Ich habe dem Ganzen, ich glaube, 4 Sterne gegeben, weil mich das Ende so ein bisschen gestört hat. Aber dazu müsst ihr das Buch selbst lesen. Ich möchte euch natürlich nicht das Ende verraten. Ich von meiner Seite aus fand, dass es etwas abrupt kam. Es war auf einmal der Showdown und gefühlt 3 Seiten weiter war das Buch zu Ende und ich fand es einfach ein bisschen zu unausführlich. Ich fand es ein bisschen zu schnell, zu abrupt. Ich saß auf einmal da und dachte, wie, das war's jetzt? Schade. Auf jeden Fall lohnt sich ein Blick in das Buch definitiv und es sind auch 3 wunderschöne Illustrationen drin, wie ich später dann gesehen habe von einer anderen YouTuberin. Ich verlinke euch ihren Kanal gerne mal unten. Sie macht wirklich super, super schöne Zeichnungen. Buch Nummer 3 im Januar war Love You, Hate You, Miss You von Elizabeth Gott. Dann geht es um Amy, die mit ihrer besten Freundin einen ganz schrecklichen Autounfall hatte, bei dem ihre beste Freundin leider gestorben ist. Das Buch startet, dass Amy in einer Art
Entzugsklinik oder Therapieklinik für Jugendliche aufgenommen wurde, um den Tod ihrer Freundin und die Probleme, die sie selbst hat, ein bisschen zu verarbeiten. Mit ihren Eltern kommt sie so gar nicht aus, weil die beiden eigentlich eher besser keine Kinder gehabt hätten. Sie kümmern sich irgendwie nur um sich, sind da in ihrem siebten Himmel und Amy ist irgendwie so außen vor und sie fühlt sich einfach nicht geliebt. Irgendwann muss sie dann wieder zurück an die Schule. Dort wird sie natürlich von allen angestarrt und es wird getuschelt. Ah, das ist doch die, die Julia umgebracht hat. Im Laufe des Buches kommt dann raus, dass Amy ein Alkoholproblem hatte und jeder denkt natürlich, sie hat den Unfallwagen gefahren, aber so war es natürlich nicht. Und im ganzen Buch wird so die Hintergrundgeschichte erzählt, wie es zu dem Unfall kam, was vorher passiert ist, wie die Beziehung zwischen den beiden Mädchen war. Ich habe dem Buch bei Goodreads 2 Sterne gegeben. Die Thematik des Buchs hat mich wirklich sehr interessiert. So den Tod einer guten oder besten Freundin verarbeiten, fand ich ein sehr spannendes Thema. Aber leider kam ich mit der Protagonistin leider so gar nicht klar. Sie hat das ganze Buch nur gejammert, ist ins Selbstmitleid zerflossen. Ich kann es verstehen, deine beste Freundin ist gestorben. Aber sie hat die Fehler nur bei sich gesehen. Alles war schlecht, alles war böse. Selbst die Eltern, als sie sich plötzlich um sie gekümmert haben, das hat ihr auch nicht gepasst. Also die Protagonistin ist mir einfach dermaßen auf den Keks gegangen. Und ich fand auch die Story, so gut sie sich am Anfang angehört hat, einfach nicht gut geschrieben. Und dann kommen wir zum 4. Buch, das ich im Januar gelesen habe, beziehungsweise gehört habe. Es war nämlich ein Hörbuch. Und ich kann euch diesmal auch zeigen, welches es war. Und zwar City of Bones von Cassandra Clare. Ich hatte die Bücher eigentlich immer auf dem Schirm. Meine Freunde hatten auch welche davon gelesen. Aber irgendwie kam ich nie dazu, sie zu kaufen. Und dann bin ich irgendwann im November zu meiner Schwester nach Stuttgart eingeladen worden. Und dann habe ich gedacht, komm, dann bestellst du dir bei Rebuy oder so noch ein paar Hörbücher. Kannst du dann auf dem Weg die 3,5 Stunden hören. Leider kamen sie damals nicht rechtzeitig an, dass ich sie mit auf die Fahrt nehmen können. Somit sind sie in mein Regal gewandert und sind da irgendwie untergegangen vor lauter Neuankömmlingen. Aber jetzt im Januar habe ich mir gedacht, schnappst du dir mal das erste und hörst es dir an. Habe es dann von Anfang bis Ende durchgesuchtet. Habe dann natürlich nicht nur auf der Autofahrt gehört, sondern auch daheim während dem Kochen oder während dem Bügeln. Immer mal schön mein Hörbuch angemacht. Auf jeden Fall geht es bei dem Hörbuch oder bei dem Buch um die 15-jährige Clary. Clary wohnt mit ihrer Mutter in New York und plötzlich stellt sich ihre komplette Welt auf den Kopf. Sie ist mit ihrem besten Freund in einem Club. Dort sieht sie auf einmal, wie ein Junge ermordet wird im Nebenzimmer. Ein paar Tage später lernt sie dann einen dieser Mörder, den sie in dem Club gesehen hat, kennen. Er stellt sich als Chase vor und sie unterhält sich mit ihm. Als sie dann nach Hause kommt, ist die Wohnung verwüstet, ihre Mutter ist weg und Chase nimmt sie mit in sein Institut. Er ist nämlich Schattenjäger. Und Schattenjäger sind solche Art von Menschen, die Schattenwesen, sprich Vampire, Werwölfe und Co. jagen. Dann kommt nach und nach raus, dass Clary eigentlich von ihrer Mutter die ganze Zeit belogen wurde, denn ihre Mutter war auch Schattenjägerin und gemeinsam mit Chase und seinen Freunden macht sie sich auf die Suche nach ihrer Mutter. Bei dieser Suche kommen ganz, ganz viele seltsame Dinge ans Licht, die Clary komplett verwirren, aber sie ist ein starkes Mädchen und sie kämpft sich durch alle Schwierigkeiten durch. Ich bin jetzt mal gespannt auf Band 2 und Band 3, die habe ich ja auch noch hier liegen. Vielleicht schaffe ich es im Februar, sie mir beide anzuhören. Ich glaube, es gibt insgesamt 5 Bücher, schlagt mich jetzt nicht, ich glaube, es sind 5. Auf jeden Fall hat mir Band 1 bisher sehr, sehr gut gefallen und ich bin sehr gespannt, wie die Geschichte weitergeht. So ihr Lieben, das war mein Leserückblick vom Monat Januar. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr eins der Bücher vielleicht auch schon gelesen habt und was ihr davon gehalten habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen Sonntag. Ich lege mich jetzt noch ein bisschen auf die Couch und mache es mir mit meiner Lani gemütlich. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal.